So, und herzlich willkommen zur nächsten Aufnahmesession hier bei Skyrim und mir auf dem Kanal. Und natürlich habe ich Julia auch dabei. Hallo Julia. Und sie sagt natürlich Hallo. Hallo. Hallo, hat sie Hallo gesagt. Und wir sind bei Skyrim together quasi. Wir spielen zusammen Skyrim, wie man das versprochen hat. Jetzt fängt alles an zu regnen. So, und beim letzten Mal ausgelockt in meinem Haus in Winterlauf. Aber ich bin jetzt mal kurz hier nach, nach Falkenring gerissen. Gerissen, sagt man das? Sagt man das? Ist das richtig? Gerissen? Ja. Ich bin gerissen. Drei. Gereist klingt irgendwie richtiger, aber gerissen finde ich cooler. So, und ich muss ganz kurz zum Jarl muss ich, genau. Und der hat für uns, eine Queste. Die habe ich beim letzten Mal vergessen abzuholen und deswegen möchte ich die gerne noch holen. Ich war beim Friseur mit meinem Char, habe den mal rot gemacht, weil das Weiß ging mir irgendwie näher auf den Sack. Habe ich es mal in Orange gemacht. Ist ganz cool, lasse ich, glaube ich, so. Ein bisschen aus wie ein Schotte. Langhaus des Jahres. Hallo, sagt der Dreckhund. Hallo, Tan, Dreckhund. So, was da heute steht auf dem Plan auf jeden Fall. Wir machen bis 22 Uhr ist die Julia dabei. Danach muss die Julia leider ins Bett. Ihre Mutti hat gesagt, die muss ins Bett. Und wir machen wahrscheinlich heute die Quest Verbotene Legende erstmal. Das ist eine Hauptquest. Und dann mal gucken, was wir noch so machen können. Wir müssen leider die ganzen Creation Club Questen, das erkläre ich dann aber nochmal, die müssen wir aussparen. Weil die alle nicht kompatibel mit diesem Together-Mod sind. Wir können also nur Hauptquesten zusammen machen und die Nebenquesten, die Creation Club-Questen, sind ungefähr 40 Stück, die müssen wir alleine machen. Schade. So. Schön, euch zu sehen. Endlich mal jemand, der nützlich ist. Jo, ich will's. Ja, was wollt ihr? Ich muss ganz kurz mal hier in Dings gehen. Ihr haut was nicht hin. Bulund spricht viel vom Krieg und den Sturmmänteln, aber er weiß Bescheid. Ah, der weiß Bescheid. Gibt es irgendwie so ein kleines Problem? Die Sturmmäntel wollen die Freiheit, verstehen aber nicht, dass sie einen Preis hat. Ah, jetzt. Musst du kurz die Kamera umschalten? Es gibt überall Gelegenheiten. Warum sucht ihr nicht danach? Warum suchst du denn nicht danach? So, das ist natürlich jetzt blöd gelaufen. Ich muss nicht mit euch reden. Nee, musst du nicht. Gib mir doch mal eine Sekunde, du Blödmann. Bulund spricht viel vom Krieg und den Sturmmänteln, aber er weiß Bescheid. So, das ist besser. Ja. So, Herr Jarl. Die Sturmmäntel, es gibt überall Gelegenheiten. Warum sucht ihr nicht danach? Ja, ich habe den Anführer getötet. Das wird Ihnen eine Lehre sein. Ja, wird es Ihnen. Hier. Ihr habt euch eine Belohnung verdient. Danke. Wisst ihr was? Ich mag euch. Ihr habt keine Angst, eure Hände schmutzig zu machen. Nee. Ich erteile nur Fingernägel. Ich hasse dreckige Fingernägel. Falkenring Grundbesitz zu erwerben. Sprecht mit meinem Vogt, falls ihr daran Interesse habt. Okay. Braucht ihr sonst noch was? Mein Jarl. An meinem Hof wäre noch Platz für eine neue Tarne. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nutzen könnten. Ja. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist. Wenn ihr meinen Leuten helft, mache ich euch zum Tane. Das machen wir auf jeden Fall. Es wäre mir eine Ehre. Dann macht euch auf den Weg. Danke. Hilft drei Einwohnern von Falkenring. Das machen wir. Besucht mich doch mal wieder. Vielleicht habe ich dann einen Auftrag für euch. Ungern besuche ich dich wieder. Da mein Twitch-Chat schreibt, welches Level auf Schmiedekunst. Ich glaube 30. 29 oder 30. Also wir haben da nicht groß. Also ich habe nur, was ich so aus meinem Sammel schrobelt. 30, ja, in der Tat. Also 30 fehlen noch, glaube ich, bis links, gell? Es gibt da so eine Mod, die macht diesen Skilltree besser. Ich glaube, die sollten wir uns nochmal angucken. Die Arkane. Ne, mit Q. Doch. Mit Q, mit WSAD kann man da besser rum. Ja, 30 brauche ich. Und 60 brauche ich, 30 habe ich. Also es geht voran auf jeden Fall. Wir arbeiten dran. An der Schmiedekunst. So, dann bin ich eigentlich hier im Falkenring erstmal fertig. Wir müssen dann mal gucken, was wir für Questen bei denen kriegen. Dies können wir natürlich auch noch machen. Wenn Julia das auch machen muss, dann passt das ja, glaube ich. Das dürfte kein Creation Club sein, schätze ich. Warum rennt denn der da? Ich habe nach euch gesucht. Ach, der Kurier. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Ach so.
Lasst mal sehen. Ja. Im Dämmerstern macht ein neues Museum auf. Der Besitzer bittet mich, Einladungen an Reisende zu verteilen. Na, das klingt doch gut. Dann wohl. Ich muss los. Danke. Tschüss. Das hört sich doch gut an für mich. Dämmerstern ist aber eine Nebenquest scheinbar. Und das scheint, ich weiß nicht, ob der Dings schon immer drin war, aber das sieht mir auch wie Creation Club aus. Besuche das Museum von Dämmerstern. Mal sehen. So, wir beginnen. Ich hoffe doch, dass ihr keinen Ärger macht, Stammesbruder. Nee, ich mach keinen Ärger. Wir beginnen. Wir haben, was ich gemacht habe offscreen, ich habe mir ein neues Pferd, also ich hatte das Pferd, das war komplett verbuggt, mein Pferd, nachdem ich die Mod deinstalliert habe. Und wir haben jetzt eine neue Mod drauf, die heißt Simple Horses. Simplest Horses, das ist das einfachste Mod, die es für Pferde gibt. Ja, ich weiß, ich muss gleich nochmal leveln, Dreckhund. So, wir gehen jetzt mal kurz auf den Server, dann zeige ich die Mod, die ist super geil, finde ich. Hast du rausgefunden, wie die funktioniert? Hab ich, Julia? Hab mich noch nicht leider damit befasst. Du machst alles nur mit einer Taste, das ist total geil. Mhm. So, ich bin jetzt auf dem Server. Gruppe. Erstellen. Kein Spieler da. Bin alleine auf dem Server. Jetzt bin ich da. Ah, okay. Spieler verwalten. Tauriel. Hier, einladen. So. Und zwar, das wird immer das letzte Pferd angenommen und das soll mit allen gehen, auch mit Creation Club, aber ich habe bis jetzt nur mit ausprobieren können mit den Originalpferden. Und zwar, ich drücke lange H. Dann wird das Pferd gespawnt. Ach, da ist es gespawnt. Oha. Wow. Was ist denn jetzt? Ich werde den Schnee mit eurem Blut färben. Warum? Das ist ein Banditenangriff. Ja, erbarme dich, unser. So, da ist das Pferd. Ihr habt es ja gerade gesehen schon. Nein, ich bin tot. Oh. Was ist hier los? Alter, random Angriff, Banditen. Ja, jetzt geht's los. Jetzt gibt's Keile. Der Boss hat den die Wache angegriffen. Mach keinen Mist. Ich kenne den Unterschied nicht. Ja, da wo der Bandit dran steht, ne? Was ist denn hier los? Hier sieht man sich nicht an. Was ist hier passiert? Ich kann euch nicht besiegen. Scheiße. Ja, können wir machen. Klar, Dreckhund, wenn du willst. Ihr habt gewonnen. Ich ergebe mich. Oh. Krass. Also, ich weiß nicht, was hier passiert ist. Ehrlich gesagt. Also, ich habe lange H gedrückt. Dann wird das Pferd gespawnt. Und wenn es da nicht gleich da ist, dann drückst du einmal kurz H, dann wird's gerufen. Wenn du das. Ey, Pferd. Wenn du das Pferd anguckst und H drückst, kommst du ins Menü. Oh, da sind Pfeile drin, die stecken wahrscheinlich im Ransen. Und du kannst es, wenn du das Pferd nicht anguckst, das ist aber in der Nähe ist und drückst einmal kurz, dann wartet es oder es followt. Ist total super, die Mod. Und easy. Auch mal ausprobieren, ob das spawnt. Nee. Hier ist alles Taco jetzt bei mir. Weil es bei mir immer noch die Musik macht und irgendjemand die ganze Zeit rumjammert. Ich ergebe mich. Ihr habt gewonnen, ja. Hier liegen tote Leichen unterm Dings. Da bist du. Platz machen. Die Musik ist bei mir nicht und sonst eigentlich. Also ich kann mal. Wir gehen mal kurz mit der Wache sprechen. Ey, Wache, wie geht's dir? Mein Cousin darf da draußen gegen Drachen kämpfen. Und ich muss hier Wache schieben. Ach so. Cool, das Zeug, was ich weggeschmissen habe, liegt noch rum. Und bei mir nicht. Bei mir schon. Das ist Klientzeit, scheinbar. Drück mal lange. Hast du ein Pferd aktuell ausgerüstet?
Hast du das in den letzten Zeiten platt geritten? Ja. Drück mal lange H. Und ja, los. Ah, jetzt. Und wenn es jetzt nicht. Wenn da steht, wenn da jetzt nearby oben links stand, dann drückst du nur einmal kurz H. Nö. Nee, nix. Da steht jetzt, dass es wartet. Ja, genau. Einmal kurz drücken. Ist mir bei. Hm. Aber wo? Ich sehe es nicht. Und der Name stimmt auch nicht. Wer ist, wie heißt deins? Irgendwas mit R? Ach so, nee, die Namen, ich glaube, das haut nicht mehr hin jetzt. Weil wir die Mod runtergeschmissen haben. Na, ich hab's ja neu gekauft und das neue ja dann erst neu benannt. Also. Das andere hatte ja keinen Namen. Nee. Ich seh's nicht. Und hier fliegen wieder irgendwelche Dinge durch die Gegend. Was fliegt da, die Kühe durch die Gegend? Auch. Irgendwelche Dinge. Achso. Ja, ja, das ist so. So, sehr gut. Dann würde ich jetzt. Ja, Anniversary, genau. Aber du musst die ganzen Mods, das geht nicht auf die Schnelle, Dreckhund. Da müssen wir uns ganz kurz dann mal, also im Discord treffen, morgen oder so. Weil du musst 66 Mods drauf machen. Wenn du die nicht drauf machst, dann gibt es nur Probleme. Also müssen alle dieselben Mods mit denselben Konfigurationen haben, sonst doof. You know? So, wir müssen mal gucken. Ich wollte. Ja, das ist gut, ne? Wir sind Level 21, was wir heute noch so recht schieben. Und die Hauptquest, also du machst, eigentlich musst du dich nur um die Hauptquest kümmern. Der Rest ist Bums. Die Hauptquest musst du spielen bis Jürgen Windrufer. Also du musst auf dem Dings hochklettern. Genau. Und wenn du soweit bist, dann sagst du Bescheid und dann schicke ich dir die Mods. Ich habe da so eine Liste gemacht. Und dann installieren wir die einmal kurz zusammen und dann kannst du mal Runde mitspielen. Wir müssen aber halt immer versuchen, in einem Ding zu bleiben, ungefähr. In einem Quest-Versum quasi. So, wir machen jetzt erstmal hier rein. Jürgen Windrufer machen wir nicht, das ist ganz, ganz Hauptfest. Die verbotene Legende. Du machst uns den Schmied, sehr gut. Dann gucken wir uns mal die verbotene Legende an. Wir haben eine Mod installiert jetzt, die da können wir die Questen aushaken, weil sonst wird das ganz abstrus. Ja, nur gucken, ob das richtig ist. Und hier, da habe ich jetzt schon ein paar ausgehakt, die jetzt zum Creation Club gehören. Wir können die Dämmerwachtkammer und die Drachenblutkammer theoretisch drin lassen. Die gehören halt zu den DLCs, aber sind halt gehören zum Hauptspiel. Nur dieses Creation Club Zeug, das funktioniert nicht Multiplayer. Und deswegen machen wir die dann offscreen. Also nicht offscreen, deswegen mache ich die hier alleine im Singleplayer. Und Julia macht die auch alleine im Singleplayer. Und Drachenblut und so, Dämmerwacht können wir eigentlich auch anmachen. Die Drachenblut-Questen sind mich ehrlich gesagt mal. Aber werden wir dann sehen. Wir machen das jetzt so. Und ich muss unbedingt die silberne Hand kriegen, die Quest. Wenn nicht, muss ich die mal mir per Code holen. Weil sonst wäre ich nie zum Werwolf, so wie du. Die hast du mir weggeschnappt irgendwie. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. So, mein Inventar müsste eigentlich sauber sein, soweit. Kein bisschen, aber so geht's schon mal. Und es wird auch Nacht. Und was wir heute aber unbedingt nochmal machen müssen, wir müssen unbedingt noch einen Drachen legen, finde ich. Ja. Weil ich brauche, wir müssen ja die ein bisschen weiterkommen mit der Stimme. Ach, hier oben ist die. Erforsche Legende, Buch verlorene Legenden, bla bla. Da könnten wir schnell nach. Hast du jetzt Reisepäckchen? Ja, ne? Hast du gesagt? Ja. Hast du? Ja. Ja. Dann spawnen wir nach hoch nach Einsamkeit. Was ist in Einsamkeit? Blau. Von da aus ist da unten der Dungeon, wo wir rein müssen. Okay.
Genau. Und wenn wir das gemacht haben, dann reisen wir mal nach Winterstein. Nee. Winterlauf. Diese ganzen Namen. Ja, auch. Weißlauf? Weißlauf, genau. Eislauf. Bist du nicht so groß? Weil ich meinen Clan, Dings einfach zu klein gemacht. Das ist ein generelles Problem mit dem Together-Mod, dass die ab und zu mal hier nackig sind. Und da soll man die anreden. Die Göttlichen haben mich von der Straße geholt. Und sie dann können so auch euch von euren Prüfungen erlösen. Wo ist er hin? Ey, bleib doch mal hier. Ey, Oma. Mögen die Göttlichen euch führen und behüten. Bleib doch mal. Ich schreib das bestimmt falsch. Soll ich die ganze Zeit schon ausprobieren? Aha, da, zack. Es wird resurrected, quasi. Also die wird zurückgesetzt quasi auf ihren Dings und kriegt neue Klamotten. So soll es eigentlich sein. Das war die aber nicht. Und die können wir auch mal schnell machen. Kann nicht so gehen. Vielleicht mache ich es auch irgendwie falsch, keine Ahnung. Also es ist ein Standardproblem, das liegt an der Synchronisierung zwischen den zwei Klienten, dann wird bei dem irgendwas nicht in die Taschen gepackt. Und du sollst resurrecten, dann ist es wieder gut. Wohl angeblich. Oder wir lassen es einfach so, deswegen haben wir die Klamotten ja, die Unterwäsche installiert, die schöne und ja, ist halt so. Man kann sich halt so einreden, dass die halt einfach gern nackt rumlaufen hier in Einsamkeit. Weil die so einsam sind, laufen die gern nackt rum. Klingt logisch für mich. So, wir müssen irgendwie hier rübersetzen. Unterhalb vom blauen Palast, hast du den freigeschaltet, blauer Palast? Bei dir? Ja. Da unterhalb. Aber ich glaube, vom blauen Palast aus kommen wir nicht. Der steht auf einem Felsen. Ich denke, wir müssen übers Wasser irgendwie. Übers Wasser, ja, denke ich auch. Hier ist, hast du das auf? Folge und Tour? Nein, ich habe doch die Quest nicht. Achso, ja, genau. Meine Questmarkierung siehst du auch nicht, aber du siehst es ja, was du im Stream anhast. Ja. Da siehst du es, da habe ich es gerade offen. Ist quasi genau nördlich von dem blauen Palast in dieser. Okay. Da müssen wir rüber irgendwie. Müssen wir gehen da runter zum Hafen hier, ist die Handelsgesellschaft. Vielleicht gibt es da ein Boot oder was? Ja, müssen wir mal gucken, wenn ich muss mal schwimmen. Schwimmen? Ja, schwimmen. Du hast ja irgendwie immer nichts an, also kannst du auch schwimmen gehen. Das, ja. Das liegt an diesem Creation Club. Ich muss mir mal andere Dings besorgen. Aber ich habe im Moment nichts Besseres zum Anziehen, ehrlich gesagt. Von der Rüstung. Die sind ja super, die Dinger. Die sind richtig krass, ja. Hast du dir noch geholt, die eine Rüstung? Mhm. Nee. Nein, geht ja nicht. Weil die Quests kriege ich alle nicht gestartet, weil die mit dem Code nicht funktionieren. Und neu starten kann ich sie nicht, weil die Bücher nicht mehr da liegen. Ja. Das ist auch gegengetestet, also bei mir geht's auch nicht. Ich habe die zurückgesetzt in den Testspielstand. Die Quest. Hm. Und wir kriegen die nicht wieder geholt durch hier Stage, Set, Stage. Kann ja diverse Konsolenbefehle gibt's ja da in der Hinsicht. Ich habe selbst versucht, das Savegame zu manipulieren, hat auch nicht so funktioniert. Da echt bestimmt 5 Stunden investiert in Mist, kannst du vergessen. Echt, das ist ehrlich blöd. Müsstest einen neuen Spielstand anfangen und dann bis an die Stelle wieder hinspielen, aber das ist ja. Ja, da hast. Nee, danke. Nee, das hast du nicht. So schön sind die Rüstungen jetzt auch nicht. Nee, es ist auch nicht. Für Creation Club gibt es auch keine XP, soweit ich gelesen habe. Nur das Zeug halt. Ja, wir werden auch eine bessere Rüstung kriegen, denke ich mal. Dieses Drachenzeug soll wohl richtig imbar sein. Es gibt da diverse, die man sich installieren kann, ne? Diverse. Guck mal, es ist gar nicht weit bis darüber, wenn du guckst. Ja.
Ja, das ist hingekotzt. Reine die Brühe. Redet mit allen Brüdern. Deja hat keine Worte für euch. Okay, die wollten mir gerade eine Quest geben. Ich hau schnell ab. Lauf! Lauf, eine Quest! Hilfe! Ich hab gestern Abend war mein Internet kurz weg. Ich wollte eigentlich mit Dante ein bisschen Minecraft spielen. Dann war das Internet weg. Dann war es irgendwann wieder da. Dann habe ich gedacht, na gut, spielst du eine Stunde Starfield. Eine Stunde Starfield. Das ist nämlich das ist derselbe Scheiß wie hier. Also es ist noch größer von der Karte her. Aber dasselbe Bums, jeder gibt dir eine Quest und ach, das war der Hass. Das war dann um 4, wo ich aufgehört habe. Das ist echt. So, jetzt musst du vorlaufen, wo genau ist, das weiß ich dann nicht. Das mache ich. Auf der anderen Seite, so Spiele wie Fort Solis, das ist ein richtiges Story, ein richtig hartes Story-Game. Da habe ich in 9 Folgen habe ich das durchgespielt gehabt. Hier liegt ein Buch bei mir, komm her. Lese Dianas Valens Tagebuch. Hast du das auch? Nee. Ach doch, da. Ja, habe ich. Jetzt ist es weg. Echt? Ja. Oh, warte. Ich leg's wieder hin. Kannst du es lesen? Nur lesen, würde wieder hinlegen, wenn es geht. Ich habe es nicht gelesen. Nur, dass der die Quest frei macht bei dir. Nein, ist nicht wieder da. Okay, das ist nicht schlimm, aber weil das ist eine Hauptquest und du kriegst ja den Abschluss mit mir. Morgenstern, wie lange ist es her, dass ich die Galdur-Legende zum ersten Mal gehört habe? 80 Jahre, 100, ich kann es nichts anderes mehr denken. Ich stehe kurz vor dem Ziel. Nach Jahren der Suche habe ich die Elfenbeinklaue endlich bei einem Sammler in Bravil aufgespürt. Sein Tod war unvermeidbar. Aber nun habe ich sie. Endlich habe ich sie. Morgenstern, 201. 3 Tage durchgeritten, aber ich habe Anvil vor meiner Verfolgung erreicht und eine Überfahrt auf der Eisläufer gebucht, die erneut nach Einsamkeit aufbricht. Die anderen Passagiere beginnen Verdacht zu schöpfen. Als ich vom Abendessen zurückkam, erwischte ich einen Barbaren dabei, wie er in meiner Kabine herumwühlte. Er hätte die Klaue fast gefunden. Wäre der Captain nicht eingeschritten, hätte ich ihn die Haut bei lebendigem Leibe abgezogen. Ich habe gehofft, die Reise allein in meiner Kabine verbringen zu können, um meine Notizen durchzugehen und den Zauber vorzubereiten, aber ich muss etwas von mir ablenken. Ich muss mich unter die Leute mischen, so tun, als sei ich lediglich irgendein handelsgewöhnlicher Magier. Vorerst zumindestens. Ich muss ganz kurz mal... Die Bücher sind jetzt noch... Ich muss kurz mal... Ich sehe meinen OBS nicht. Jetzt. Ja, das ist besser. Sonnenaufgang. Der Barbar behauptete, er sei ein Abenteurer, der sein Glück in den Ruinen von Himmelsrand suche. Zusammen mit seinen Gefährten, vielleicht kann ich das zu meinem Vorteil wenden und sie als Futter für die Fallen und die Trauger in den Grüften ausnutzen. Ich kann die Gier in ihren Augen sehen. Ja, das sollte funktionieren. Was? Oh. Wow, ja. Was ein netter Mensch. Okay. Ja, genau. 3 Wochen bis Einsamkeit, sagt der Captain. Wenn ich diese Schwachköpfe noch länger ertragen muss, werde ich schwimmen. So, 27. Sonnenaufgang. Mit dem Barbaren und seinen Gefährten im Schlepptau ging es durch den Sumpf nach Golgothur. Das klingt wie Golgothur, das klingt wie Herr der Ringe. Wo wir unsere Lage für die Nacht aufschlugen. Seit meiner ersten Expedition vor 10 Jahren hat sich nicht viel geändert, aber dieses Mal habe ich die Klaue und ich werde das Amulett bekommen. Ich verbrachte die ganze Nacht damit, eine Zusammenfassung meiner Notizen zu Papier zu bringen. Für den Fall, dass ein Fragment der Erzählung oder der Details der alten Sagen nötig wären, um die Schutzzauber in dem Grab zu umgehen. Dann warf ich alle meine Bücher und Schriftrollen ins Feuer und verwandelte mein Lebenswerk in Asche. Heute ist der Tag der Abrechnung. Endlich da. Terminator 2. Wenn ich das Amulett nicht habe, wenn ich das Amulett nicht haben kann, soll es auch sonst niemand bekommen. Okay, also da war ein Zauberer, der hat das Amulett vor uns gesucht. Und der muss irgendwo die Klaue bestimmt versteckt haben. Also ich habe keine Klaue bis jetzt.
Vielleicht steckt die da drinnen schon in dem Schloss und der ist nur verreckt. Mal gucken, was das Questlog dazu sagt. Verbotene Legende. Erfahre die Wahrheit von Diana Wahlen. Hm. Was sagt die Karte? Ja, rein. In jo, den rein. Dungeon. Okay. Mach mal das, würde ich sagen. Vollkultur entdeckt. Müsstest du aber jetzt auch entdeckt haben, oder? Ja. Ja, lass mich mal zuerst reingehen wegen dem Dings. Hier liegt ein Seelenstein. Die sind gewöhnlicher. Guck mal, was das für dich, weil bei dir ist für einer. Mhm. Welche Größe? Gewöhnlicher. Du kannst die doch eher gebrauchen, nimm du die doch. Kann die doch nicht. Du kannst mir mal ein paar aufladen, aber ich kann die eh nicht. Hm. Also ich kann schon, aber... Ich bin eine andere Klasse. Ich bin einfach eine andere Klasse. Hm. Ja. So. Volgodur. Ich darf nicht so viel looten. Wow. Ich darf nicht so viel looten, wollte ich gerade sagen. Ja, hab eh keinen Platz mehr. Ja, genau. Was schlau, wir hätten es vielleicht vorher. Oh, geil, Leintuch. Kannst du mal aufhören, auf dieses Ding drauf zu latschen? Ach, da ist das. Ich hab's gesucht. Abenteurer. Der hatte nix. Ist ein schlechter Abenteurer. Oh, Knochenmehl. Eine Zutat. Da muss ich. Oh. Abenteurer. Innen. Ah, hier ist wieder ein Dings bei mir. Hier eine. Liegt ein Seelenstein, aber es ist ein kleiner. Bei mir ist ein gewöhnlicher. Ich nehme den, ich gebe dir den. Sehr interessant. Essen. Hä? Da? Hat das gehört? Okay. Eisenpanzerhandschuhe. Trollschädel, den nehme ich mal mit. Oh, Leintücher. Auch keine Leintücher. Ich wüsste. So, hier ist ein Clown-Schlüssel irgendwie. Aktivieren? Ich kann ich nicht aktivieren. Hast du bei irgendeiner Leiche den Dings gesehen zufällig? Den Clown-Schlüssel? Nee, den wird der Typ dabei haben, nehme ich an. Ja, ist ja auch tot. Alles schon offen. Achso. Ja, der Typ ist ja sicherlich irgendwo da drinne. Er hat das ja schon alles geöffnet. Nee. Ich glaube, du spinnst. Feuer, ich kann nicht durch. Ah. Da war die Kette. Ruheloser Drop. Oh, hier, cool. Mit. Oh nein. Oh, hier. Stehen die alle auf. Hast du es dazu gemacht? Wow. Ein Zauberer. Was ist denn eigentlich für ein Zauberer? Ah, gehen. Wow. Hab ich einfach umgeschmissen, den Typ. Nice. Yes, er. Nehmen so viel wie du brauchst. Yes. Aua. Das hab ich irgendwas angebrannt. Warum brennt mich dein Dings an? Oder gehört er nicht zu uns? Doch. Boah, der hat mich angebrannt. Ich muss kurz mal gucken. Hab ich zufällig. Nee, hab ich nicht. Was? Keine Tränke ausgerüstet. Inventar. Inventar. Zaubertrank der Heilung. Auf F. Ach,
nach Zaubertrank der gesteigerten Ausdauer und ich habe geistige Ausdauer gelesen. Eieiei. Was ist los heute? Meine Güte. So, Zaubertrank der kleinen Heilung. Auf die 1 damit. Einmal nehmen. Sehr gut. Brauchen mehr Heilungstränke. Müssen wir mal herstellen. Aber ich habe noch keinen Vogt eingestellt. Den Fendal kriege ich jetzt nicht mehr, ne? So wie du. Den musst du am Anfang musst du für den die Quest entscheiden, damit du den kriegst, ne? Ja, ich glaube schon. Ja. So, wo bist du hin? Ach, da stehst. Das ist gut, an deinen roten Haaren erkennt man. Ja, das leuchtet bei mir. Feuer und Dunkel. Ja, bei mir auch. Ich nehme es einmal, ich nehme es aber nicht. Ich leg's wieder hin. Mal gucken, ob du es lesen kannst. So, ob du den Punkt kriegst? Nee, ich sehe es nicht mehr. Achso. Wenn du es in den Abenteurer reinlegst? Das kann ich probieren, warte. Zwar nur, ich weiß gar nicht, was es gegeben hat dafür jetzt. Einhändig. Ach so, einhändig, ja. Ich hab vergessen, wie es hieß. Feuer und irgendwas. Ja, Feuer und irgendwas. Feuer, ich kann es mal suchen. Feuer und Dunkelheit. So liegt drinne im Abenteuer. Feuer. Ja. Supi, danke. Ging? Ja? Also ich hab's zumindest gefunden, jetzt muss ich noch lesen. Ja, ging. Ging, sehr gut. Prima. Wenn du es nicht willst, kannst du es gerade rauslegen. Aber du kannst es auch behalten und wir gucken dann am Ende mal durch. Es soll aber ungefähr 300 Bücher geben, wenn ich es richtig gelesen habe. Okay. Und die lese ich dann alle vor mit meinem schlechten Vorlesen. Das wird gut. So, hier geht. Oh! Shit! Was ist das? Oh, da ist ein Geldbeutel. Vielen Dank, Anna. Ich bin ins Wasser gekommen. Aua! Ah. Aua, aua, aua. Papi hat Aua gemacht. Komm ich wieder raus oder war es das jetzt? Ja. Wohne ich jetzt hier im Wasser, okay. Du wohnst da jetzt. Ich hab doch die Hm? Bin hinter dir. Blöd. Ah. Fällst du gerade wieder rein? Ja, man muss aufpassen. Da ist eine Markierung bei mir. Ja, die aber ich will kurz ins Inventar. Ne, die. Alles gut. Es scheint irgend so ein Typ zu sein. Ich will nur mal nach Schaden sortieren hier. Ne, 64 hat unseres. Ich hab in der letzten. Ich weiß nicht, ob ich es noch im Stream gemacht habe oder in der Aufnahme. Ich habe auf jeden Fall noch Zweihand geskillt. Wir hatten nur Knochenmehl. Aha. Ich habe den Typ gefunden. Den Elbenzauberer. Ich werde kurz den durchsuchen. Mach mal. Walens Aufzeichnung und die Klaue. Und die Robe weiß ich nicht. Wenn du die haben willst, braucht die nicht. Zählt übrigens bei mir nicht. Naja, egal. Hier sind die Aufzeichnungen, die haben wir gerade gekriegt. Das ist nur eine Seite. Hab ich gedacht. Ja, genau, ist nur eine Seite. okay. wie viele Fressen sind das? Ja, geil, krass. Haben wir hier Bruchstücke von einem Amulett? Ach so, J wollte ich drücken. Neben die Länge. Finde die Bruchstücke des Amuletts. In Sartal. Finde die Bruchstücke des Amuletts in Gremunds Halle. Finde die Bruchstücke des Amuletts in Folgodur. Also wir haben auf jeden Fall noch in Folgodur hier, was auf jeden Fall noch irgendwas, was wir finden können. Okay. Na, siehst du hier irgendwo eine Kette oder so, um die Leiter da oder diese Brücke runterzulassen?
Okay. Müsstest du ja auch sehen, ne, die Kette. Ja, ich finde nur nichts. So. Ist jetzt nur die Frage, ob ich es nur nicht sehe oder ob es nichts gibt, aber kann ja jetzt nicht der gewollte Weg sein, dass wir hier runterhüpfen müssen. Kommen wir nicht wieder hoch? Nee, das glaube ich auch nicht. Oder, ach, mach mal die Klaue in das Ding rein. Ah ja, genau, wir sind bescheuert. Kein bisschen nervig. Guck. Yay. Hast du wieder eingepackt? Ja. Der hat direkt weggeschossen, den Vogel. Ja, komm her. Pass auf, wir sind über Knöpfe auf dem Fußboden. Oh oh. Guck mal, da steht ein ganz harter. Da, da ist bestimmt harter, der da steht. Der sieht aus wie der Terminator, ne? Das sind Metallbeine. Ajo, der war richtig hart. Richtig. Er ist einfach umgefallen, jo. Oh, zwei Gold hat der. Ja. Ja, gut. Der hatte doch bestimmt nur 50. Naja. Seht mal wieder nicht. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Warum ist das so unterskaliert? Kleiner Seelenstein. Gib dir nachher meine Seelensteine. Gib dir nachher meine Seele. Hier gibt's mehrere Schalter. Ich wollte auch gerade sagen, gib mir deine Seele. Ja. Du spinnst vor. Ach, sind mehrere. Der macht's wieder runter, oh. Der macht's wieder hoch. Ist doch nicht euer Ernst. Okay. Warte. Also, so geht's. Die drei. Konfiguration. Schnell. Meinst du? Cool. Hier liegt ein Stahlkriegshammer, Stufe 61 Damage. Und ein Einbalsamierungswerkzeug. Was ist denn mit diesem Einbalsamierungswerkzeug? Ist das ein Witz? Das weiß ich auch nicht. Das hat kein Damage, das hat gar nichts. Was ist das? Warum? Halt auf, komm zurück. Steine. Oh. Oh, von unten. Ich hab wieder diesen Bug, dass es aussieht, als wäre ich unter Wasser. Okay. Nichts. Da konnte man auch was machen. Ich weiß aber auch nicht mehr. Ich muss mir alles immer aufschreiben. Es wird immer schlimmer. Ich hab irgendwas darüber gelesen in irgendeinem. Keine Ahnung. Oh, der Stufe 12, der alte Bogen. Ich würde mir gerne. Oh, ich trage zu viel. Ich würde mir gerne einmal so ein. Wo ist ein Lydia? Achso. Lydia ist nicht da. Ich würde gerne einmal mir so einen richtig guten Bogen zusammenschrobeln. Ich weiß nicht, wie weit das Sinn macht bei dem Spiel. Immer noch nicht. Ey, das ist so scheiße. Bei mir ist alles verschwommen, als wäre ich unter Wasser. Jetzt kurz reloggen? Nee. Probier's mal mit. Gemütlichkeit. Ich probier's mal. Auch. Wenn ich sie am Hebel ziehe, geht logischerweise da eine Tür auf. Das ist ganz logisch. Klar. Wow. Was war das? Machst du das? Ich hab gar nichts gemacht. Ja, das war der falsche Hebel. Das sind beschädigte Bücher, aber die nehme ich jetzt auch nicht mit. Wo die immer zwei wert sind. Oh, Leintücher. Da kommt doch bestimmt noch irgendwie hier durch den Boden, oder? Aua! Ne, hier drüben ist eine Tür aufgegangen. 27 Damage, Alter, Endboss. Wo bist du? Ja. Help! Help somebody! Help! Oh, bitte. Ein Glück. Alter, wie hast du. Was hast du für einen Sheet-Handschuh wieder da? Der war doch total easy. Gewetzter alter Streitkolben, muss mal gucken, ob der was für dich ist, den der in der Tasche hat. Du hast ja brauchst eine Einhandwaffe, gell? Einhand. Das ist Einhand, ne? Ach, wenn ich hier was sehen würde. Das ist doch. Ist ein Trigger wieder nicht, oder? Ja, auch. Und alles verschwommen, weil ich unter Wasser. Achso, dann nehme ich es raus für dich und tust mir irgendwo rein. Warte, nee, das bist du. Ich wollte gerade sagen, da ist er aber. Geh mir von der Tasche, nee. Ich sag's dir. Ich hab nur Säule und mich.
Anderen habe ich nicht. Okay. Nimm's mal raus. Du konntest nicht mehr rennen. Aber wenn ich es am Fußboden schmeiße, das bringt nichts, ne? Nee, das geht nicht. Nee, aber hier waren doch irgendwo Ohren nur. Egal, jetzt haben wir auch nichts. Voll die heroische Musik, da hinten ist eine Urne, ja. Boah, das ist noch ein Hebel sogar zum Ziehen. Das ist natürlich nur eine Deko-Urne. Soll dein Schwert aus meinem Gesicht nehmen? Danke. Aua. Wow. Sorry. Danke. Hier ist eine Urne. Ist durchsuchbar. Oh, 5 Gold. Oh, Leinstoff. So, Waffe. Das war gewetzter Streitkolben des Wikingers. Der hat bei mir 23 Damage. Das ist gut für eine Einhandwaffe. Guck mal, das was ist für dich. Bei mir also das 30. Ja, weil du Einhand geskillt hast, weißt du? Ich habe nicht Einhand geskillt. Ja. Ah, du hast eine geile Hand. Warum hast du so eine geile Hand? Wo ist denn das her? Handschuhe. Ach, das sind die von der Rüstung, ne? Die sieht ja geil aus. Mhm. Ja, das sind die Dietrichen, ja. Tja, tatsächlich deswegen, ist das besser als mein Schwert. Deswegen kannst du die Quest bestimmt auch nicht holen übers Head Stage. Damit du dir nicht die Rüstung duplizierst, weißt du? 1000 Mal. Das kann sein. Wo ist denn jetzt mein... Wo ist denn das Ding jetzt hin? Dann gebe ich dir den Rest von der Rüstung auch noch, wenn wir uns das nächste Mal... Müsste ja jetzt bestimmt gehen. Macht ja keinen Sinn, wenn ich da die Hälfte habe und du die Hälfte. Das du Ding kannst die besser hier brauchen. Welches Ding? Na, der alte Waffe. Ja, ist nicht mehr drin. Alte irgendwas hieß die. Alte geschliffene Axt der Vergeltung. Ich hab's ja genommen, aber... Ach, da ist er. Ist mir aber auch schon passiert. Ich find's einfach nicht, weil das Inventar so schmurig ist. So. Hier ist auf jeden Fall Säulen zum Aktivieren. Müssen wir irgendwo so ein Rätsel finden? Da geht's bestimmt hier unten auf. Da runter. Ach, warte, ich will das. Jetzt muss ich was wegschmeißen. Voll die epische Dungeon-Musik. Ich höre Druck unter Wasser. Oh, was war denn das? Ich hab gerade Elektro abgekriegt. Ja, ich auch. Und jetzt habe ich übelst. So, aber wie es weitergeht, das sehen wir leider aus der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in Sofengarde.